Also, für ein Salbei-Zitronen-Pesto brauchen wir 30 Gramm Salbeiblätter. In diesem Fall sollten die wirklich möglichst trocken sein. Die müssen natürlich abgewaschen werden, aber danach entweder in die Salatschleuder oder warten, bis sie trocken sind. 20 Gramm Pinienkerne, die Zitronenschale von ungefähr einer halben Zitrone, eine Knoblauchzehe, eine Prise Salz, 20 Gramm Parmesan und so ungefähr 60 Milliliter Olivenöl. Ich habe hier jetzt ein bisschen mehr drin, weil mehr macht nicht viel aus und wir wollen ja eine anständige Paste haben. So, und das Ganze mischen wir jetzt zusammen in einen Mixer. Sehr einfach eigentlich. So. Es ist wieder eine alte Maschine. Wie immer kennt man ja bei mir schon. Ups. Ich bin meinen Maschinen immer sehr treu. So. Duftet wunderbar. Ich werde das immer zwischendrin mal ein bisschen vormixen. Das sind übrigens geröstete Pinienkerne. Ne? Das ist immer ganz wichtig für ein Pesto, weil rohe Nüsse sind nicht gut für die Haltbarkeit und außerdem schmecken geröstete besser. So. Und das hier. Ich werde das jetzt erstmal trocken versuchen, ein bisschen klein zu kriegen. Und mal schauen. Das riecht ganz toll. Gott. So. Wir haben jetzt noch ein paar größere Zitronenscheiben. Stücke da drin oder Zitronenschalenstücke, aber das macht jetzt nichts. Ich werde jetzt mal das Öl dazu fügen. Ups. Die Regel hierbei ist übrigens immer, dass das Öl ungefähr die gleiche Menge sein sollte wie die Inhaltsstoffe, denn das wirkt für die Haltbarkeit sehr gut. Wenn man zu viel Wasser hat, zu wenig Öl, geht das Pesto leichter hoch. Das sieht jetzt schon richtig gut aus. Ja, ein bisschen Öl mache ich doch dazu. Das sieht richtig gut aus. So sieht das Ganze aus. Und es riecht wirklich sehr verführerisch. Ich werde es mal probieren. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Das kann man natürlich gut essen zu Lebergerichten. Und zu allem, zu dem Salbei gut passt. Ich würde ein bisschen mehr Salz dazu tun. Also ich würde sagen, wir upgraden das Rezept mal ein bisschen mit einem halben Teelöffel Salz. Aber dann ist es auch genau richtig so. So, jetzt kommt wieder Trick 17 beim Abfüllen von Pestos. Wir nehmen wieder einen Gefrierbeutel, packen den hier in so eine Schüssel rein. Oder einen Spritzbeutel, weil die sind wirklich echt... Das ist wirklich sehr praktisch dafür. Füllen da das Pesto rein. Das ist natürlich besonders gut, wenn man das in Gläser reinmacht, weil wenn man das normal in eine Schüssel macht, braucht man das natürlich nicht, dann kann man es einfach umfüllen. Aber ich bin ja die Gläsertante, deswegen kommt bei uns alles ins Glas. So, okay. So. Hier ist mein Gefrierbeutel mit dem Pesto. Jetzt rolle ich das hier oben ein. Dann kommt das nämlich oben tatsächlich nicht raus. Mach das mit einem Gummi zu. So,
Fertig ist der Spritzbeutel. Und dann schneide ich mir das hier unten so auf, wie ich es gerne hätte. Und kann das wunderbar sauber ins Glas füllen. So. Ich habe jetzt ganz bewusst ein gerades Glas genommen und mit einer kleinen Oberfläche. So, jetzt fülle ich da noch ein bisschen Öl oben drauf zum Versiegeln sozusagen. So, Deckel drauf und fertig ist das Pesto.